Oh, ein Oviraptor. Ein was? Also ein Eierdieb. Wo? Hier. Ah, okay. Level 20. Töte Was? ihn. Oh. Oder bezähme ihn. Ich weiß nicht, wie man die genau zähmt. Ah, das ist er, Level 20. Ja, er läuft von mir weg. Okay. Boah, wow, Flößchen. Ja, hab Schön. ich gerade gesetzt. Nice. Deswegen habe ich das Leder gebraucht. Ah, Ich sehr zeig's dann gut. in der neuen Aufnahme, sobald der Ralf wieder da ist. Ich sag, sobald du wieder da bist, Was ist dann? komm mal runter ans Bett. Ans Bild? Hier den Pteranodon, lass uns den fangen. Yeah. Ernsthaft jetzt? Weiß nicht. Okay. Stopp. Ja, ich habe ein Floß gebaut. So, ja. Damit können wir uns vielleicht ein bisschen gefahrloser die Gegend ansehen. Ja, können wir. Natürlich unpraktisch. Nur du kannst ihn zähmen. Wer? Ich? Warum? Weil ich mit der Einstellung experimentiert habe. Das war jetzt nicht so schön. Solltest du das wieder ändern mit der Einstellung? Und kann jetzt wieder jeder zähmen? Es ist wieder auf Standard. Ja. Gut.
Was sind wir denn mit der Dreigeschichte gedient? Ja, wir müssen dann erstmal flachlegen. Hm? Erstmal einen flachlegen. Hast du da irgendwo welche? Wie gesagt, links von uns, um die Ecke, um diese Landklippe. Ja. Da laufen zwei rum. Einer von denen ist 130. Aber ein anderer, glaube ich, war um die paar 20. Dann sollten wir uns Narcotics mitnehmen. Mayos. Und dahin. Wollen wir dahin? Ja, was ist jetzt mit dem Vogel am Strand? Kümmert sich jemand um den, oder? Sekunde, guck mal, wie es aussieht bei ihm. Oviraptor, den könnte man natürlich zähmen, aber das Problem ist, dass wir keinen nicht genug Eier haben für den. Ja, der frisst zum Beispiel Eier. Je höherwertiger, desto besser. Ja, aber wir bräuchten da mehr Dodos. Mit Dodo-Eiern, da brauchst du ewig viele. Ja, aber dann hast du wenigstens schon mal irgendwelche Eier. Ja, deswegen habe ich ja die ganzen geguckt, dass ich viel weibliche viele Eier kann man ja auch verwenden. Also muss man sogar. Wenn ja auch die Likurs brauchen und so. So, warte mal. Jetzt bin ich Level 20. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir einen Schweig ausgenockt bekommen? Ja, wir müssen vorher was sammeln, Narcotics, und dass wir Pfeile machen können, Betäubungspfeile. Okay, ich sammle noch ein bisschen. Ich glaube, uns geht das Fleisch aus, das Verkommene. Ja, was? Wir brauchen das Fleisch. Fleisch und Narcotics. Also verfaultes Fleisch. Ja, Fleisch einfach. Das verfault ja automatisch. Ja, man kann es auch beschleunigen. Wie? In einzelne Stacks zerlegen. Weil jeder Stack läuft nein, in Zeit. Nein, man kann es noch weiter beschleunigen. Aha, okay. Ja, wie? Ja, was für eine Aufnahme? Kannst ja trotzdem schon mal sagen. Basica Stack, fremdes Inventory hin und her schieben. Dadurch halbiert sich, nicht nur halbieren, dadurch wird die Lagerungszeit immer kürzer. Aber von jedem Transfer vom fremden Inventory in deins. Wenn er dann gerade noch bei einer Minute ist oder so, auseinanderziehen. Ah ja, das tue ich nicht. Bist du der 140er oder bist du der Kleine? Marc, kannst du mal nach dem Flieger, der am Boden liegt, sehen? Mach ich. Wir sind gerade auf der Suche nach Fleisch. Yes. Ah!
Was ist denn mein Problem? Wasser ist mein Problem. Okay, ich habe 2 Dilo-Eier. Schön. Eier sind Eier. Abgesehen davon, wenn wir konventionelle Kibbel herstellen, brauchen wir die auch. Ankylosaurus, Dödikurus. Was ist denn das? Oh. Ich habe einen Trike am Backen. Ich habe ein Ei geklaut und ich habe nicht gesehen, dass er in der Nähe war. Gut, bring mit, wir können es sehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Und, oh, der gibt Gas. Oh, der läuft. Oh, Hilfe. Wie wär's mit einer Aufnahme? Ja, mit mir. 3, 2, 1. Und der ist stinksauer. Ich muss weg. Hey, gute Nachricht. Das sind nicht nur eine, das sind zwei. Ah, fuck, 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 fuck. Zurück, 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 zurück. Warte, 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 warte. Wart, 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 zurück, 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 zurück. Ich hab ein Ei geklaut und hab gedacht, die Boa hat nichts gebracht. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, Plan? Auf. Er ist auf dich sauer. Das ist cool. Nein. Schön. Nein, er ist auf mich sauer. Ins Wasser oder was? Oder? Keine Ahnung, wir müssen hier ausnocken. Ja, klar. Klar, nocken wir aus. Logisch. Ins Wasser, da könnt ihr. Oh! Im Wasser was können wir da? Könnt ihr ihn wegschwimmen? Weg. Sie nicht hierher? Wegschwimmen, ist klar. Ich gehe auf unser Floß. Ich habe ein Floß gebaut, liebe Zuschauer. Du hast jetzt die Horde angelockt. Unsere Schildkröte kommt auch. Jetzt hat er die Schildkröte an. Wir müssen ihn töten. Gott, ist das ein ewig hoher Level. Einer ist weg, glaube ich. Unsere Schildkröte auch. Ja. Weg ist er. Okay, oh. Okay. Will ja nicht meckern, aber jetzt haben wir Leder. Eine Schweigeminute für Schelden. Der hieß Schelden, unsere Schildkröte. Ah ja. Scheiße, echt. Schelden. Okay. Zerlegen wir. Ja. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Hax of Evil Evolved. So eine verfluchte Scheiße. Aber ich kann mal die Beute zeigen.
Da, das ist das Ei, das dicke Triceratops-Ei. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Scheiße. Ich bräuchte mal. Ja? Kannst du noch was nehmen? Moment. Ich kann ja, noch was nehmen. Mal, genau. Ich kann. Schmeiß hin. Warte mal. Okay, den haben wir auch noch gekillt. Dann müsste ich mich. Nee, immer noch nicht. Was hab ich denn so Schweres? Okay. Das noch. Ja, ich hab einen Floß gebaut. Noch. Das noch. Wo ich gedacht habe, wir könnten da ein bisschen weg. Ja, im Moment. Eine schöne Bootstour machen. Eine super schöne. So, wir haben jede Menge Fleisch. Okay. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Fasern. Holz. Kreatin, Leder. Leder haben wir jetzt eine Menge. Ich habe auch ganz schön viel Fleisch dabei. Ich packe mal alles in die. Ja, wo packe ich es denn hin? Erstmal packe ich die Eier weg. Was ist mit dem Vogel? Der erzählt noch. Der Vogel. Ich guck gerade mal nach dem Vogel. Ich pack mal in die Futterkiste das ganze Fleisch rein. Da könnt ihr dann überlegen, was und wie ihr das macht. Okay. Dann nehme ich die Samen mal da raus und den ganzen anderen wirren Scheiß. So. Weg, 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 weg. Das Häufchen nehmen wir mit. Das werfen wir da rein. Da stellen wir zwei von her. So, die Samen kommen hier drüben rein. Ja. Hat ja super geklappt mit den Trikes. Ja. Also, ich glaube, wir brauchen eher Schildkröten als Trikes, weil die war jetzt, also die eine Schildkröte war jetzt eine dicke Lebensversicherung. Die hat's echt bewährt, du. Machen wir mal Schimmelfleisch. Ja, wie machst du das Schimmelfleisch? Ja, wie gesagt, es gibt da ja einige Tipps, wie man das bisschen beschleunigen kann. Und zwar ist es ja so, dass jeder Stack ein eigenes Haltbarkeitszeit hat. Ja. Das heißt, der klassische Variante ist eher schon mal, wenn man will, dass viel Fleisch möglichst schnell verfault, dass man das ein einzelne Stacks zerlegt. Also praktisch immer, dass man bis man nur noch ein Fleisch pro Stack hat. Und ich glaube, Busmann hatte noch einen Tipp dafür. Ja, also ich würde den ganzen Stack nehmen. Ich würde das auch gerade mal demonstrieren, wenn ich Fleisch hätte, aber ich habe keins. Wie heißt denn diese Kiste? Wo wir unsere Eier aufbewahren. In der Vorratskiste. Ah ja. Im Preserving Bin. Richtig. Ja, das ist gekocht. Ja, das ist scheißegal. Nein, da ist Roos. Nein, das ist in der Futterkiste. So, da habe ich reingetan. In der Futterkiste. Okay. Da ist alles drin. Na gut, gehen wir an die. Bücherregal brauchen wir eigentlich erstmal nicht, ne? Naja, da haben wir nichts für rein. Naja, gell. Ja, noch sind wir nicht mobil genug, um die Lotstrahlen zu. Mhm. Ah ja, das ist gut.
weg, ich will nicht mit dir schmusen. Ah, geh weg. Da könnte ich eigentlich hier mal reinschauen. Wie sieht's mit dir aus? Hat irgendwo jemand Narkobereis? Liegen in dem Mörser. Was? Im Mörser liegen welche. Oh, warte, hier ist schön. Du mal den lila Pteranodon an. Oh. Der Level 50, das dauert ewig. Fasern und Holz, ja. Ja, es dauert ewig, du sagst es. Nicht ohne Kibbel. Nee. Nee, wir sollten auch jetzt eher so praktische Sachen wie Verteidigungsteile und sowas. Okay, um das mal zu demonstrieren. Dieser Stacky hat noch eine Haltbarkeit von 6 Minuten. Wenn ich das jetzt in die Reibschale respektive in den Mörser packe, dann ändert sich da nichts dran. Wenn ich es aber zurücknehme ins eigene Inventory, hat sich die Haltbarkeit drastisch reduziert. Wenn ich das nochmal mache, hat sie es so weit reduziert, dass ich es jetzt mit Control und Ziehen vereinzeln kann und bekomme dann innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit 20 mal verdorbenes Fleisch. So, das probiere ich jetzt auch mal. Also, den ganzen Stack erstmal, wo sehe ich denn die Haltbarkeit? 7 Minuten. So, den werfe ich jetzt hier rein. Ja, und dann ziehst du ihn wieder zurück zu dir. Ziehen wieder zurück. 2 Minuten. Jetzt, ja. Wow. Nochmal rein und wieder zurück. 49. Ja. Und jetzt nehmen? Mit Steuerung. Ja. Also Steuerung gedrückt halten und damit vereinzeln. Ah ja. Ein cooler Trick. Ja. Okay. Man muss hier nur den Experten fragen, dann kriegt man es raus. Das ist dieser Umstand, dass das beim Transferen des eigenen Inventory so an Haltbarkeit verliert, ist quasi der Trick, mit dem gearbeitet wird, um das Prime Meat so rar zu halten. Ah. Denn das ist auch da natürlich der limitierende Faktor, du musst es sofort verarbeiten, weil du es sonst innerhalb von Minuten kaputt geht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du es dann nochmal transferieren musst vom Saurier in dein Inventory und sonst wohin, dann wird es problematisch. Auch da gibt es einen Trick für. Den kann ich ja dann bei passender Gelegenheit mal demonstrieren. Auf jeden Fall. Um das zu umgehen. Auch da gibt es eine Möglichkeit, wie man das schafft, dass man vom Saurier das Primit bekommt, ohne dass man zu viel einen Haltbarkeitsverlust erleidet. Ja. Cheesepulver ist ja auch schon drin, okay. Ja, ihr seht, hier lernt man was. Unbedingt. Jetzt habe ich schon dauernd die Kacke dabei. Tu sie auf die Beete. Ja. So, dann brauchen wir Narkoberries, ne? Ja. Haben wir natürlich jetzt wieder mal keine. Ich habe alle abgeliefert, die ich hatte. Okay. Ich sag mal, sobald wir den Trike oder sowas haben, geht es natürlich schneller mit der Ernte. Ja, aber erst mal haben. Richtig. Deswegen wäre ich auch schwer dafür, dass wir uns einen Trag auch tatsächlich holen. Ja, klar. Nicht ein 140er. Ja. Aber lass uns doch erstmal hier den ich hab gar nichts gegen 140er. Den Ranodon erstmal in die Reihe schaffen, damit wir hier keinen offenen haben. Na gut, wir brauchen eh erst die Betäubungspfeile, denke ich, von Shrike. Wir brauchen Betäubungspfeile, wir brauchen Narkoberries, also wir müssen sammeln. Das ist das A und O. Sammeln mehr Bären. Wir sammeln Bären. Das brauchen wir. So, hab mich um den Flieger gerade gekümmert, dann helfe ich jetzt mal beim Sammeln. Ach ja, wann wollen wir mit dem Floß auch mal rausfahren? Wenn wir aufmunitioniert sind, oder was? Ja, du weißt auch nicht, wie es ist. Bitte? Wenn, dann baut man was drauf noch. Was willst du denn drauf bauen? Ein Vorratsschrank erstmal.
Ein schönes Schiff. Oder willst du Fundament draus machen? Ja, üblicherweise macht man da Fundamente drauf und dann baut man halt drauf, was man braucht, weil du willst ja mit den Sauriern durch die Gegend fahren. Dann Du wirst schon ein bisschen mehr Platz brauchen. dann tob dich aus mit dem Floß. Da steht's. So, wir sammeln mal ein. Was man Narkus kriegt. Was ist denn hier wieder los? Ei. Was macht eigentlich unser Beet? Muss auch mal irgendwann was abwerfen. Boah, Mann. Ja, da warte ich auch drauf. Dauert ewig. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich noch zwei zusätzliche Narkos anpflanzen. Ja, siehst du, wie lange es dauert. Ja, das. Och nee. Dauert schon ein bisschen. So, schauen wir mal beim Flieger vorbei. So. Und dann. Also Fiber haben wir eine Menge. Was haben wir eine Menge? Fiber. Sehr schön. Also ich habe noch mal zwei zusätzliche Setzlinge mit Narkos gemacht. Sehr gut. Na, woran hängt es denn? Vogel ist fertig. Ja. Sehr gut. So, nochmal auf drei Vögelchen. Ach, jetzt folgt er mir wieder. Okay. Bring ihn auch zum Tor. Ja. Komm her. So, da kannst du landen. Achso, du bist kein Stück Scheiße, du bist ein Vieh. Ich wollte das kleine Tier schon eintüten und ins Beet packen. Oh Mann! Oh, das dauert ja auch ewig. So. Genau, das wollte ich machen. Sicher ist sicher. Was für Fundament soll ich denn draufsetzen? Stein oder Holz? Doch Holz, das sieht doch schöner aus und braucht nicht ewig viele Ressourcen. Ja.
das ist halt stinklangweilig. Dieses Sammeln von Bären. Aber was hilft's? Wenn wir uns ein Dreieck zähmen wollen, dann werden wir schon ein paar Narkosefälle brauchen. Ja, unbedingt. Ja. Ich hab nochmal einen weiblichen Dolo gezähmt für die Eierproduktion. Gut, ja. So. Hier mal. Wie, wo setze ich denn am besten das Fundament an? Mehr vorne oder mehr hinten? Oder? Egal. Also normalerweise, ich würde das Segel einklappen und dann siehst du ja, da ist im Prinzip eine... Wie klappe ich denn das Segel ein? Mit E. Mit dem Auswahlrad. Ist ja scheißegal. Da sind ja quasi im Verlauf sind ja so Planken oben drüber genagelt. Und die würde ich als Richtschnur nehmen für das Platzieren der Foundation. Im Moment kriege ich überhaupt keine... wo muss ich denn hin, damit ich hier überhaupt was machen kann? Ich sehe hier nur ein Plus... und ein Gewicht auf dem Floß. Und dass ich Eigentümer bin. Ah, jetzt E. Name ändern, verstecke Segel. Ja. Ja, verstecke Segel. So, und jetzt, was hast du gesagt? Wo, wie? In der Position, in der du sozusagen steuern kannst. Ja. Begib dich mal so in die, dass du steuern kannst. So, und jetzt geh raus aus dem... aus dem Steuermodus. Wenn du dann nach vorne guckst, dann siehst du quasi so quasi in Fahrtrichtung, dazu im rechten Winkel sind Planken obendrauf. Die kannst du als Richtschnur nehmen. Und kannst daran sozusagen die Foundations ausrichten. Also zumindest die erste. Und die anderen richten sich dann halt an diese aus. Kann man nachher noch segeln, wenn das Fundament da auch noch zu diesem... Müssen wir mal also auf den Steuerstand selber würde ich kein Fundament anbringen, weil du sonst nur an den Steuerstand kommst, indem du von unten dich dem Floß näherst. Du musst also dann aus dem Wasser quasi das ansprechen. Ich habe jetzt mal drei Holzfundamente draufgesetzt, weil ich auch nicht weiß, ob das Segel dann... Das Segel ist, das Segel brauchst du nicht. Das Segel für die Optik. Stört eigentlich im Regelfall nur. Also brauchst du es nicht, um das zu bewegen oder so, ne? Mhm. Ich kann nicht rückwärts fahren. Nein, kannst du nicht. Du kannst nur vorwärts. Verdammt. Ein bisschen, aber sliden geht irgendwie. Was? Sliden geht. Sliden. Ja, was auch immer du damit meinst. Die Zuschauer haben es gesehen. Gut. Okay. Soll ich da eine Rampe noch ansetzen, dass man von unten, dass man schräg runter dann aufspringen kann? Ja, letztendlich bauen wir schon eine Rampe, damit wir auch Dinos aufladen können. Ja gut, ich baue erstmal weiter Fundamente daran. Ah, kein Holz! Oh. Dicke Haufe nehme ich mit. Ah, es war klar. So, die können wir hier mal bunkern.
Tja. Aha. Fasern habe ich noch, das habe ich alles noch. So, jetzt muss ich aber erstmal was essen. Ach Quatsch. Nein. Was meint ihr, wie viele Trunk-Pfeile wir brauchen für so einen Level 20 Strike? Keine Ahnung. Normalerweise eigentlich nicht so extrem viel. Also ich habe jetzt 25. Es kann sein, dass das reicht. Sollte eigentlich, ne? Ja. Mach lieber ein paar mehr. Wir brauchen aber dann trotzdem fürs Thema noch Narcotics. Ja, klar. Unbedingt. So. Wir brauchen da drauf einen Schrank, einen großen. Check. Dann brauchen wir Rampen. Da habe ich aber noch welche. Wo soll denn der Einstieg für die Trikes sein? Seitlich am besten, gell? Ich würde es von vorne oder hinten. Also ich baue die Flöße üblicherweise so, dass ich Seitenwände habe, wo man zwischen ein Fundament großes Seitenloch seitlich rein kann, also als Person. Und dann eine Breite von 3. Und dann quasi nach vorne, so wie ein Landungsboot. Die Rampen runter. Klingt eigentlich gut. Im Moment habe ich das Problem, dass ich gar nicht mehr aufs Floß komme. Das ist nicht so gut. Scheiße. Okay. So. Den Steuerstand spare ich üblicherweise aus, also da mache ich keine Foundation direkt hin. Ja, habe ich auch nicht. Machst du vorne raus auch 3? Also 3x3? Nee, so 7x3 oder sowas in der Länge halt. Das heißt, hinten raus baust du auch nochmal Fundamente an. Ja, ja. Das heißt, du hast für den Steuerstand ein Loch sozusagen. Ja. Wir machen hier kein Floß, wir machen hier ein richtiges Boot. Das scheint mir auch so. Richtiges Hausboot. Ja gut, für den Anfang reicht es auch, wenn man das einfacher macht. Also das muss jetzt nicht so gemacht werden, um Gottes Willen. So, ich habe zumindest eine Rampe nach unten, dass ich auch wieder rauf kann. So, dann werde ich noch ein paar Fundamente setzen. Ah, was ist denn eigentlich mit unserem Fuß? Achso, den hatten wir ja. Gut. Geht der schon gezähmt? Ja, ja. Oh. Stimmt, da war vorhin was. Holz hat gefehlt, genau. Ich schwör's dir, nie wieder Narcoberries sammeln. Das nervt schon, ne? Ja, das ist... Pracht. Vor allen Dingen habe ich irgendwie den Eindruck, dass er mir alles andere in rauen Mengen auswirft, nur Narcoberries.
Ja. Ja, sind jetzt ein bisschen rar, hatte ich auch den Eindruck. Also im ersten Schrank, wenn man reinkommt in die Hütte, sind die Betäubungspfeile. Nämlich mir gleich mal. Habe ich gemacht. Insgesamt für alle oder was? Insgesamt haben wir 25. Ja, insgesamt haben wir 40. Ich habe auch ein paar. Also ich nehme mal 12. Dann haben wir. Ich glaube, also seinerzeit, als ich gespielt habe, hieß der allgemeine Tipp vorzugsweise auf den Kopf zielen. Ja. Und immer so 5 bis 10 Sekunden warten, dass die der volle. Ja, 10 Sekunden ist ziemlich lang, aber 5 Sekunden warten, ja, ist richtig. Okay. Also 10 Sekunden schon. Bei welchen, die starke Torpor abbauen, ist das eventuell schon ein bisschen lang. Okay. Aber bei den anderen ist das eine vernünftige. Vernünftige Menge. Weil, wie gesagt, um es nochmal zu erläutern, diese Betäubungspfeile wirken halt über Zeit. Das heißt, die erhöhen für einen gewissen Zeitraum wirken die und erhöhen halt den Torporwert des Dinos. Aber der verlängert sich halt nicht, umso mehr Pfeile man reinhaut. Das heißt, wenn man praktisch nach und nach jeden Pfeile reinschießt, so schnell wie es geht, verschwendet man einfach Pfeile. Deswegen immer so zwischen den Schüssen 5 Sekunden warten, damit das Zeug wirkt. Hat noch einen Grund, beim Trike ist es vielleicht nicht so wichtig, aber bei Tieren, die etwas weniger Hitpoints haben, hat man dann eventuell das Problem, dass man sie zwar betäubt, aber damit auch umgebracht hat. Und um das zu vermeiden, halt gucken, dass man möglichst wenige Schüsse braucht, weil jeder Schuss auch tatsächlich einen Schaden macht. Ja, es ist immer so, Ziel sollte es sein, so wenig Schaden wie möglich zu machen an einem Dino, den man zähmen will. Weil umso höher bleibt am Ende die, ja, die Qualität oder die Taming Quality. Ja. Das heißt, umso bessere Werte bekommt er. Ach komm. Die höchste Zähmungsaffinität und den höchsten Bonus auf die Werte bekommt man natürlich mit Kippel, wenn man welche hat. Das werden wir dann natürlich auch machen, wenn wir die entsprechenden Kippel haben, wenn wir die herstellen können. Aber im Moment fehlt uns das halt noch. Und soweit ich weiß, brauchen Trikes, also wenn ich es jetzt, also es ist jetzt nicht nachgeguckt, aber es kann ganz gut sein, dass die Karo-Gibbel brauchen oder sowas. Hier vorne kann ich ein Fundament leider nicht setzen. An die Ecke. Ich kann das nicht setzen. Er lässt mich nicht. Mhm. Bauen Ceiling drüber, guck da, ob du es dann setzen kannst. Was soll ich drüber bauen? Erst ein Ceiling drüber, ein Thatch Ceiling zum Beispiel. Ja. Dann die Foundation drunter klemmen und das Thatch Ceiling wieder abreißen. Noch Hitzepickel bei diesen Sammlerei. Mein Gott. Ich glaube, danach ist mir auch nicht eher Geld. Was für ein mieser Trick. Ist auch mieser Trick. Naja. So, ich habe ein Fundament. Ja, ja. Ich habe ein Fundament 3x3 gemacht mit links und rechts eine Rampe. Und wir haben auch einen Schrank drauf. Sehr schön. Gut aus.
Flo ist fertig. Muss man so auszudrücken. Ja, noch lange nicht, aber. Das ist ihm doch die Freude. Menno! So. Ah, Dünger ist soweit. Der erste. So. So. Sehr schön. Und du legst 30 Eier. Sehr gut. Ich glaube, wir dürfen dann gleich genug Narkotik haben. Narkotik hat man eigentlich nicht genug. Ja. Du meinst für den? Für unser Vorhaben. Für unser Vorhaben. Nee. Für die Sache. Für die Sache. Mhm. Den guten Zweck. Da habe ich so auch Quaken gehört. Ah, der geht aber nicht weg. Was ist denn das? Super Rücksetzer. Ja. Also haben wir jetzt noch 15 Narcotics sind im Mörser. So. Guck mal, ob ich dir irgendwo einen Trike sehen kann schon mal. Ja, das wäre mal was. 1, 2, 3. Ach, hier kommt sogar einer angelaufen. Hallo. Welcher Level? Guck ich mal. 25, das ist doch perfekt. Perfekt, der ist es. Wo ist er? Direkt links vom Haus, an der Landzunge. Wie stelle ich denn die... Ach ja, das muss ich im Inventory machen, die Pfeile. Jetzt. Hast du Narcotics dabei oder Meoberries oder irgendwas? Neoberries habe ich, Narcotics nicht. Wo sind die? Wenn ihr wartet, dann kann ich mitmachen. Naja, wir warten. Schalten im Auge. Neoberries habe ich auch dabei. Oh, nee, das bringt auch nichts, wenn wir jetzt alle drei gleichzeitig mit Betäubungsfallen auf den draufhauen, ne? Dann müssen wir. Weiß man's? Nee. Weil, wie gesagt, er kann ja nur einmal von diesem Effekt betroffen werden zur gleichen Zeit. Ja, das machen wir am besten so, dass wir uns quasi zu dritt um ihn herum drapieren. Mhm. Und dann, Könnt ihr schon eine Werkbank herstellen? Guck mal. Oder anders ausgedrückt, habt ihr schon Level 25? Ja, hab ich. Ja, ja, sicher. Hat schon eine, ansonsten lerne ich sie. Nee, warte mal. 25 habe ich den noch nicht. Nee. Dann lerne ich sie, dann braucht ihr nicht. Handschellen, was es alles gibt, das brauche ich. Ja. Pike. War nicht der Sattel auch möglich? Mit 25, ja. Das ist so ein schlechter Laderaum.
Da hast du ein paar Bärchen. Crafting Table. Der ist aus dem der ist Mod, aus dem Corrector Structures Mod. So. Wo ist er denn? Ach da. Nee, ich kann ihn noch nicht lernen. Also ein Okay. Ich Flieger. glaube, der ist Level 30 ist der, glaube ich. Den Flieger, den Tragsattel. Ja, der geht. Soll ich ihn mal anschießen? Warte mal. Ah, sind wir da. Wunderbar. Versucht die Birne zu erwischen. Bitte? Versucht die Birne zu erwischen. Es kommt. Ja, und jetzt wäre es nett, wenn jemand die Akku abnimmt. Ach! Oder so. Okay, das war's. Warten, Ja, warten. Er ist wunderbar. unten. Ja. Meos sind drin. Alles klar. Da kommt nichts auch. Wunderbar, dann. Cool. Ja, und das passt auch von der Zeit her, sehe ich gerade. Super. Wo sind die anderen Pfeile? Da. Ja, dann können wir uns beim nächsten Mal unseren Mindtrack bewundern. Ja, wunderbar. Ihr Lieben. Der Plänensattel gelandet. Gut. Super. Das war's mal wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Vergesst nicht Gustmanns Kanal. Und ich übergebe natürlich an ihn die letzten Worte. Bitteschön. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten tragischen Geschehen hier. Darf ich nichts sagen? Doch, Doch, sicher, Balen. klar. Jetzt, aber Ciao, mach's gut. ausführlich. Nein, ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.